Willkommen zurück zu Create Life, Basti oder was auch immer. Auf jeden Fall Create Life 4 Modpack und wir sind heute dabei. Wir müssen uns irgendwie XP für so besorgen. Und daher werden wir uns heute eine kleine XP-Farm bauen, die definitiv funktionieren wird und sie wird uns XP abgeben, bis wir nicht mehr wissen, wo oben und unten ist. Und daher freut euch, seid dabei und ihr könnt es natürlich so machen wie die Leute, die hier gerade im Hintergrund im Livestream hocken und diese Aufnahme live erleben. Montags, Mittwochs, Freitags. Verlinkungen sind unten in der Kanalbeschreibung. Viel Spaß in der Folge heute. 86% meiner Zuschauer sind noch keine Abonnenten, wenn auch du derjenige bist, der hier regelmäßig vorbeischaut, aber noch kein Abo dagelassen hast, dann drück doch gerne auf die Glocke. Das wäre super nice und würde mir voll helfen. Danke. So. Also, wir sind jetzt hier, haben hier ein paar Kleinigkeiten vorbereitet. Wir haben hier mal eine Energieversorgung angefangen. Wir haben jetzt mal 6 Windräder genommen. Wasserräder, nicht Windräder. Die werden wir jetzt dann später anpowern. Da gibt ja 1256 SU, also Stress Unit. Die werden wir uns später abgreifen, werden hier einen Speed Controller und dann werden wir das Ganze umlenken. So, was machen wir hier genau? Wir werden uns Infested Stone Bricks herstellen. Also Steine, die mit Silberfischen versetzt sind. Und diese Silberfische werden wir uns dann in eine XP-Farm bauen. So haben wir definitiv immer ständig XP vor Ort und können dann unsere ganze Ausrüstung reparieren und natürlich auch XP sammeln, um Verzauberungen durchzuführen. So, der Aufbau ist in groben geplant so. Wir werden hier Cobblestone produzieren, werden ihn hier über ein Förderband nach vorne schicken, werden ihn hier gleichzeitig brennen über eine Lava-Funktion mit einem Encased Fan von unten, dass er zu Stone wird. Das Ganze läuft dann hierher, wird hier auf ein Depot gelegt und daher wird dann ein Mechanical Arm das Ganze in ein Mechanical Workbench reinballern und das Ganze wird dann hier rausploppen, wird dann hier rüber fahren, wird dann hier über Soulfire zu den Infested Stone Brick und wird dann hier abgelagert. Das Ganze werden wir jetzt einfach mal produzieren, dass wir auch einfach schon mal eine ganze Menge vorrätig haben. Und dann geht es darum, wie wird das Ganze aufgebaut, dass die Silberfische problemlos rausploppen und wir sie einfach nur abmetzeln müssen. Da gibt es ein einfaches System, aber dazu später mehr. So, wir haben etwas herausgefunden und zwar hat Consistency Plus das Crafting-Rezept für Stone Bricks umgeschrieben. Wir hätten Polished Stone gebraucht, aber wir haben was anderes herausgefunden und zwar können wir Stone Bricks über die Säge herstellen. Das heißt, wir jagen unseren Stein einfach über die Säge drüber und bekommen Stone Bricks raus. Das ist sogar noch einfacher. Das heißt, wir bekommen eine 1 zu 1 Umwandlung und nicht eine 4 zu 1 Umwandlung. Macht das Ganze noch viel angenehmer. Und dafür müssen wir jetzt aber das Ganze kurz umsetzen. Das heißt, ich muss hier eine Säge zwischenbauen. Das ist kein Problem. Aber dann brauche ich hier danach noch ein Zweierbild, das den Stein quasi weiter transportiert. Und dadurch muss ich das hier quasi eins nach links verrutschen, dass wir das Ganze problemlos, ja, anbinden können. Und das machen wir jetzt einfach mal. So, der ganze Aufbau steht. Wir haben jetzt hier hinten eine Cobblestone-Produktion, die läuft ganz entspannt und gemütlich und legt uns immer wieder Cobblestone aufs Band. Der wird da hinten über die Lava umgewandelt. Deswegen haben wir da auch einen Tunnel stehen mit einer Filterfunktion, dass nur Cleanstone durchkommt. Das Ganze läuft jetzt über die Säge, wie ihr gerade seht. Da ist als Filter Stone Brick eingestellt. Wunderbar, läuft ganz gemütlich durch. Und das Ganze wird jetzt hier über das Soulfire geschickt. Und das Soulfire macht aus dem Stone Brick einen Infested Stone Brick. Und der ist jetzt quasi mit einem Silberfisch zu sehen. Das ist wie ein Überraschungsei. Ne? Du machst es auf und da kommt was raus. Wunderschöne Sache. In dem Fall, ja, wunderschön, weil wir haben jetzt einfach eine XP-Farm gleich. So, das Ganze müssen wir jetzt noch so umbauen, dass wir uns dann einfach nur hier herstellen müssen und
die ganzen leckeren Silberfischlis einfach umhauen müssen. Ja, und das machen wir jetzt dann gleich. Aber bis jetzt funktioniert's. Gemütliche Geschwindigkeit reicht absolut. Muss nicht immer Highspeed sein. Manchmal darf es auch Entspannung sein. Okay, liebe Leute. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Es war ein langer und etwas kompakt schwieriger Weg. Aber ja, wie ihr seht, wir haben das Ganze mit Ofen auskleiden müssen, weil die lieben Silberfische sich natürlich durch Stein fressen. Das habe ich nicht bedacht. Deswegen haben sie sich auch schon das ein oder andere Mal freigegraben und mich auch schon versucht zu töten. Und ja, da kommen auch Bossmonster raus. Die schießen mit Feuerbällen, Wither-Effekte, ist alles dabei, was das Herz begehrt. Was meins jetzt nicht, aber ja. Chat hat es auch schon gesehen. War ganz lustig. Und auf jeden Fall läuft das Ding besser als gedacht. Am Anfang dachte ich, wir müssen hier vielleicht noch ein bisschen upgraden. Aber jetzt so an sich hat sich's eingespielt, dass das Ganze sauber und entspannt funktioniert. So, wir haben das Ganze jetzt ein bisschen kompakt verwinkeln müssen. Aber es ist nicht das Schönste, aber es funktioniert. Es funktioniert sogar wirklich verhältnismäßig sehr, sehr gut. So, also wie gesagt, hier wird der Brickstone hergestellt, wird zu Haunted Brickstone und läuft jetzt hier über ein Band rüber, läuft da hoch. Das Ganze läuft jetzt in die Brass Tunnel rein. Ich habe zur Sicherheit hier gesagt, hier darf nur Cobblestone durch. Ne? Deswegen teilt sich das Ganze dann schön auf. Und wenn hier was passiert, da sollten wir vielleicht noch einen Round Robin einstellen. Weil aktuell sieht es so aus, hier haben wir 75 drin, hier haben wir 126 drin und da haben wir 86 drin. Wobei er eigentlich schon gleichmäßig verteilt, was ich bis jetzt ohne Einstellung gesehen habe. Also jetzt kam hier was rein, da ist auch was drin. Also, oder hier ist irgendwie ein Visual Bug. Wichtig sind auf jeden Fall diese zwei. Diese zwei Trichter dürfen nie leer laufen und das tun sie auch eigentlich nicht, weil der hier ist an das Mechanical Bearing gerichtet. Und der hier ist wichtig, weil da drüben der Observer sonst kein Signal bekommt. So, also, ich schaue mal, dass ich das Ganze hier so, auch wenn es sehr kompakt ist, zeigen kann. So, das Ganze läuft hier in die Hopper. Die Hopper geben das Ganze an die Deployer. Die Deployer setzen das Ganze. Hier vorne ist ein Mechanical Bearing angebracht. Das Ganze hat auch automatisch einmalig, ganz wichtig, eine Klebestelle bekommen. Also die setzen einmal, dann verklebe ich diese Stelle. Das ist ganz wichtig. Die bleibt ja beständig, solange ich sie nicht abbaue. So, das heißt, ich habe hier eine Dreierreihe an Bricks. Sobald hier ein Block gesetzt wird, bekommt das der Observer mit. Der Observer gibt ein Signal ab. Das Ganze wird hier an den Pulse-Repeater weitergegeben und hier habe ich gesagt, warte 2 Sekunden und gebe dann ein Signal hier an das Sequence Gear Shift. Und das Sequence Gear Shift hat die Aufgabe, das Ganze um 180 Grad zu drehen. So, das Ganze ist dann so angetimt, dass der hier dreht, während die Deployer wieder setzen. Und dadurch, dass sich die Entität dreht und die Deployer setzen, bauen sich die 3 Stone Bricks automatisch ab. Dadurch ploppen die ganzen Silberfische hier raus und man kann sie direkt killen. Das Problem ist jetzt aktuell nur, dass mir das Ganze so überläuft, dass die Silberfische dann hier rausgedrückt werden und sich hier natürlich frei bewegen. Das heißt, ich werde das Ganze wahrscheinlich nochmal mit Furnaces auslegen, die ganze Reihe nochmal eins vorziehen, dass wir hier ein bisschen mehr Fläche bekommen, wobei mir das eigentlich passt. Also eigentlich, ja, könnte ich mich jetzt erstmal voll leveln bis zum Gehtnichtmehr. Ich habe hier einen Speed Controller noch angepasst, dass die Deployer ein bisschen schneller laufen als das Sequence Gear Shift. Das ist wichtig. Das ist wichtig, weil es muss dann passieren,
Wenn die Rotation noch nicht ganz abgeschlossen ist, dann müssen die Deployer setzen und erst dann ploppen die Steine auf und die Silberfische bauen sich von selber ab. Aber aktuell läuft das Ganze echt gut. Wir machen das Ganze jetzt mal, dass ihr das seht. Und dafür brauche ich schnell einen Shaft. So, jetzt müssen wir schnell sein, weil das geht jetzt gleich richtig los. Zack, und da kommen sie schon. Und jetzt müssen wir schnell killen und hoffen, dass da auch kein Boss-Silberfisch wieder dabei ist. Und das Ganze muss man dann auf jeden Fall noch abschaltbar machen. Ganz wichtig. Weil ansonsten wird es. Da ist schon wieder so ein Boss. Ach komm. Der hat schon wieder Resistance und was auch immer. Wir können wieder Feuerbälle schießen. Ach ja. Absorption und Wither Darkness und ach Gott, was weiß ich, Effekt. Und jetzt habe ich eigentlich schon echt gutes Schwert mit Smite 2 und Swift und Looting und ach Gott, keine Ahnung. Auf jeden Fall haben wir jetzt eine wirklich, wirklich, wirklich gute XP-Farm und ich wurde teleportiert. Und jetzt haben wir den Fall, dass der sich wieder freigegraben hat. So, meine Ranch ist wieder außer Reichweite. Wir bauen das Ganze wieder ab, weil sonst eskaliert das wieder. Da sind halt manchmal wirklich Silberfische dabei. Die sind unter aller Sau. Und hier gibt es halt natürlich den guten Loot. Den müssen wir noch irgendwie automatisch abbauen. Wahrscheinlich mit Minecarts. So, wenn dir die Folge gefallen hat, ne, denk dran. Gerne Abo dalassen, gerne kommentieren, gerne die Glocke aktivieren. Wäre nice, wäre schön. Und ansonsten, wir sind hier immer am Stream. Der Stream läuft auch aktuell gerade montags, mittwochs, freitags. Links und links, ja. Links sind unten in der Beschreibung. Ich wünsche dir weiterhin viel Spaß und ja, sag ciao an der Stelle.